Die Oskar-von-Miller-Schule ist eine berufliche Schule mit insgesamt ca. 2200 Schülerinnen und Schülern, davon 1700 in der Teilzeitberufsschule. Im Berufsschulzentrum 2 deckt sie schwerpunktmäßig die Fachrichtung Elektrotechnik, Informationstechnik, Fahrzeugtechnik und Sanitär- und Heizungstechnik. Die Schule erstreckt sich über 5 benachbarte Gebäude, von denen die letzte Sanierung im ersten Drittel des Hauptgebäudes im Jahr 2003 durchgeführt wurde. In den Jahren 2010 und 2011 werden die übrigen 2 Drittel des Hauptgebäudes saniert werden, wovon hauptsächlich die Bereiche Elektrotechnik und Informationstechnik betroffen sein werden. Hierdurch ergibt sich in diesen Bereichen die Chance, die bisher verfolgten Raumkonzeptionen zu überdenken. Im Jahre 2003 wurde bereits die Planung für die jetzt zur Sanierung anstehenden Teile des Hauptgebäudes vorgenommen. Im Wesentlichen sollte die ursprüngliche Raumaufteilung mit je 4 Räumen pro Etage beibehalten werden. Der Flur sollte nach wie vor ausschließlich als Zugang zu den Klassen genutzt werden und zusätzlich als Fluchtweg dienen. In der Planung sollte lediglich noch einmal neu über die Nutzung der bestehenden Räume als Labor-, Unterrichts- oder Computerraum entschieden werden. Die 2003 vorgenommene Planung trifft heute, nur 6 Jahre später, allerdings auf eine grundlegend veränderte Einstellung zu pädagogischen Konzepten und Überzeugungen, die sich mit dem Begriff neue Lernkultur überschreiben lassen. Hierbei rückt zunehmend der Lernende und sein individueller Lernprozess in den Mittelpunkt. Über selbstorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen entscheidet ein Lernender selbst über die Kompetenzen, die er erwerben möchte und wie er seine Zeit einteilt. Hierbei berät ihn bei der Auswahl eine Lehrkraft, die zunehmend Aufgaben des Coachings wahrnimmt. Um den Lernenden Orientierung zu geben, benötigen sie eine Übersicht über die Kompetenzen, die zu dem jeweiligen Berufsbild gehören und die Lernaufgaben, durch deren Bearbeitung sie die jeweiligen Kompetenzen erwerben können. Wenn die Lernenden neu an die Schule kommen, werden ihre mitgebrachten Kompetenzen erfasst und dokumentiert. Bereits vorhandene Kompetenzen müssen nicht erneut erworben werden. Fehlende müssen nachgearbeitet werden. Der Erwerb von Kompetenzen wird den Lernenden visualisiert, um den Lernfortschritt zu verdeutlichen. Hierfür können Lernende zum Beispiel mit roten Klebepunkten Tätigkeiten markieren, die sie noch nicht gemacht haben oder nicht können. Die Liste benennt zu einer Tätigkeit Lernaufgaben, in denen diese Tätigkeit vorkommt. Später kann ein Lernender einen roten Punkt grün überkleben, wenn er diese Tätigkeit gemacht hat und sie nun beherrscht. Solche Listen dokumentieren sowohl den Lernfortschritt jedes Einzelnen als auch den Lernfortschritt einer ganzen Lerngruppe. Leistungsstärkere Lernende können zusätzliche Kompetenzen bzw. weitergehende Kompetenzen erwerben. Leistungsschwächere Lernende können sich auf die notwendigen Grundkompetenzen beschränken. Lernende arbeiten so stets auf ihrem individuellen Leistungsniveau. In einzelnen Schulformen an der Oskar-von-Miller-Schule wird bereits nach dieser neuen Lernkultur unterrichtet. Die beteiligten Lehrkräfte haben für sich unter anderem die folgenden Ziele formuliert. Diesen Ziel liegt als Menschenbild ein mündiger Lernender zugrunde, der seine Zukunft selbst mitbestimmt und den die Schule auf ein lebensbegleitendes Lernen vorbereitet. Weiterhin findet hierin die Überzeugung Ausdruck, dass ein Mensch Ziele, die er sich selbst gesetzt hat, mit mehr Engagement und Motivation verfolgt als Ziele, die ihm von außen, zum Beispiel von einer Lehrkraft, vorgegeben werden und er Ziele, die er sich selbst gesetzt hat, auch als eigenen Erfolg verbucht. Die Ziele lauten: Das Lernen ist so organisiert, dass es auch außerhalb der Schule und außerhalb der Unterrichtszeiten stattfindet. Die Lehrkräfte unterrichten im berufsbildenden Bereich gemeinsam in aufeinanderfolgenden Lernfeldern.
Dem Schüler wird sein individueller Lernfortschritt visualisiert. Die Kompetenzen, die ein Schüler mitbringt, werden eingangs erfasst. Der Schüler legt selbst, beratend durch eine Lehrkraft, die Kompetenzen fest, die er erwerben möchte. Der Schüler fragt selbst Unterrichtseinheiten bei einer Lehrkraft nach. Der Schüler dokumentiert seine Arbeit in einem Portfolio. Der Schüler führt ein Lerntagebuch. Für die Lehrkraft bedeutet dies, dass sie zu einem Zeitpunkt ganz unterschiedliche Lernsituationen bereithalten muss. In technischen Ausbildungsgängen können hierzu auch unterschiedliche Labore und Gerätschaften gehören. Es wird schnell klar, dass im klassischen Unterrichtsansatz, in dem eine Lehrkraft in einem Klassenraum für eine Klasse für einige Stunden pro Woche ein Fach- oder Lernfeld betreut, diese Ziele nicht zu erreichen sind. Auch für die Lernenden ist es nicht leistbar, sich von Stunde zu Stunde in immer wieder wechselnden Fächern und Lernfeldern selbst zu organisieren und individuelle Lernwege zu gehen. Es ist daher nötig, dass zu jedem Zeitpunkt alle Lernaufgaben verfügbar sind und zumindest eine gewisse Anzahl von Laboren und Demonstrationsaufbauten dauerhaft und für alle Lernenden zugänglich sein müssen. Im Bereich der Informationstechnik könnten als ständige Labore bzw. Demonstrationsaufbauten eine mehrstufige Firewall, eine Domainstruktur mit einigen Client-Rechnern, eine Voice-over-IP-Telefonieanlage, eine RFID-Testumgebung mit RFID-Scanner und Transpondern, verschiedene Software-Entwicklungsumgebungen und so weiter zur Verfügung stehen. Hierdurch werden neue Anforderungen an das Raumkonzept gestellt.